Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Ich bin mal in den verbotenen Wald gereist und habe eben gerade diesen Schrein, wo wir gerade gestartet haben, mal aufgedeckt, weil der war noch unentdeckt. Und ja, Hogwarts im Winter sieht auch sehr nice aus. Und ja, hier ist irgendwo gleich das, wo wir uns mit Poppys Meeting treffen müssen. Und ich sehe schon Gegner. Das heißt, ich muss gleich wieder kämpfen. Gehe ich mal davon aus. So, warten. Wird es jetzt Geht Tag? es Wolkenschwinge gut? Ja. Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Moment, bevor ich interagiere. Könnten nützlich werden, theoretisch. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Ja, das ist bei mir sicher. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Achso. Andere Richtung also. Ich bin perfekt ausgestattet. Schal und Handschuh. Oh, da sind. Ein Centaur. Ja. Sei vorsichtig. Kann ich die fangen? Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Oh, wieder Sammeltour erstmal. Oh, was? Wie? Oh! Das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wer weiß. Da ist da ja was im Wasser.
kann nicht schnell rennen gerade. Ah, jetzt geht's wie hier. Seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Oh. Revelio. Das ist so gut, das hier durchzugehen. Ich hoffe mal. Ich wurde nicht angegriffen. Da ist ein Busch, den ich übersehen hatte. Wenn ich schon sammeln gehe, dann aber richtig. Oh, da geht's weiter. Ups. Das habe ich ganz übersehen. Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Hier liegt eine Flasche. Und hunderte Pelze. Von Fälle. Arme Tierwesen. Zähne. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Mehr Powertrank, das hört sich nicht gut an. Revelio. Ah, da ist noch was. Erstmal. Becher Bier trinken. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Jetzt tauchen bestimmt Leute auf, die Poppy mitnehmen, oder? Irgendwas Interessantes? Warte, warte, warte. Sieht traumhaft schön aus da mit der Burg. Hat er jetzt Screenshots gemacht? Ja, jetzt. Moment. Ich versuche gerade ein perfektes Thumbnail zu machen. Ich weiß nicht, ob jetzt das Thumbnail werden Wilderer wird. Aber eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht, weil es so irgendwie so erstaunlich ruhig ist. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Das ist doch ein schönes Bild. Jetzt wäre ich wirklich gern ein Demigeist. Wieso? Wir sind uns nicht mal unter. Hier
Lebewesen sind darum gegessen. Jawohl. Ich stehe da alle. Habe ich zufällig. Es gab doch hier einen Talentpunkt. Was hier? Nein. Das war's. Schade, dass ich keinen Punkt habe. Erst wenn ich ein Level up habe, wahrscheinlich. Hätte ich dachte, glaube ich, alle wo drei. Wo waren nochmal meine Fallen? Aus. In Lower oder in Upper Hogsfield? Okay. Das Ministerium sollte sich nicht gegen die dunklen Künste stellen. Es gibt einfach keinen besseren Schutz. Warte, ich warte, bis der sich auf der Brücke wieder umdreht. So lange bin ich hier sicher. Hm. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt Augen im Kopf hast. Also echt. Ah. Man braucht Spektikus Totalus. Sind hier Räderspuren? Revelio. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Kutschen. Warum auch immer. Mit Clipex sogar drauf. Oh, Nonnenbewahr wieder gezaubert. Du hast zu viel Feuer, wahrscheinlich macht er das, wenn er sehr nah an Gegnern dran ist. Letztes Mal konnte ich die Säcke kaum ertragen. Was bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Ja, danke auch. Auch eine sehr gute Idee. Revelio. Es gibt hier nichts. Es gibt hier gar nichts. Bis auf diese eine Kiste da unten. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Wir machen mal ganze Knochen. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an ihrer Seite. Vicus Totalus. Reise wie ein Grappor. Ich war gerade noch rechtzeitig.
Okay, dann geht's nicht lang. Revelio. Okay, das war die einzige Kiste. Ah ne, oben sind noch zwei Säcke. Weise verschwinden lassen. Ja, was sind da draußen los? Revelio. Und sein Schnabel, wollte ihn schwingen. Okay. Noch irgendwo einer? Ja, da. Das ist dieses Zelt. Hast du die Kobolde gehört? Ranrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was? Sprich mit Poppy. Was passiert da unten? Warum ist sie nicht mehr Dings? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Greifen wir ihr unter die Arme oder unter die Flügel. So leise wie möglich. Sieh nur, Revelio. Wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Hallo? Könntest du bitte ein bisschen schneller schleichen? Zum Glück habe ich meine Tränke voll, also letzte Folge nicht mitgenommen, weil ich hier schon sehr viele finde und fast Maximum jetzt habe. Ja, einer und dann ist Maximum. Erstmal. Wieder einen Apfel gegessen. Hallo, Homura. So. Sind wir wieder nicht mehr desillusioniert. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Moment. Wie lange hält der? Okay. Ich wähle das trotzdem aus. Okay, jetzt brauche ich Maximum Tränke. Revelio. Hier ist nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Das war's dann jetzt aber auch. Laut. Sehr laut. Unterbricht den Wilderer am Animal durch bei der Wirkung von Elektro mit Hybrid. Fließt den Kampf ab, ohne mal ein paar Abrechen zu haben. Er wacht von dem Bild. Der Henker und sein Wunsch wird vorbei. Thank you.
zu fucking laut. Erstmal muss ich kurz hier weiter weg, weil... Alter, ist das laut. Aua. Junge, sind Drachen laut. Deswegen sind sie wahrscheinlich ausgestorben. Und es hat auch noch einer. Unsichtbarkeitstrank. 4 Sekunden nur. Dauer 4 Sekunden. Das ist ja... Hä? Du, dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Das geht ins Name-Menü. Impulso.
Gefände hast. Übergroßes Unkraut. Idioto. Ich ja noch nie. Wusste ich. Konfringo. Was? Haben wir alles? Ja. Akio. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Die sind abgelenkt, obwohl wir genau in der Mitte stehen. Haha, wir haben uns geschützt. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Was, wenn wir das Ei behalten? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Die Wilderer rächen sich. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten, nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Ja, halbes Königreich, wollte ich schon sagen. Halbes Hexentum? Nee, wie kann man es nennen? Also die halbe Map ist jetzt, glaube ich, gegen uns. Die andere ist für uns. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Ich kann nicht fliegen hier? Wieso nicht? Hä? Ah, jetzt. Okay. Oh, das Fohlen des Todes hat sich aktualisiert. Nice. Okay. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Okay. Oh, warte mal, wir sind hier in der Ecke. Achso, ja, gut, doch, stimmt. Wir waren in der Ecke, weil das in der Ecke war.
Haben wir denn neues Tierdings gefunden? Nee, oder? Lila Kröte? Gucken wir mal. Professor Weasleys Aufgabe. Wo ist das? Da. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal ganz kurz.